Morgen, grüß dich. Ach, bist du schon wieder bei deiner Lieblingsbeschäftigung? Tolle Bemerkung. Ich habe schon wieder ein Kilo zugenommen. Ach, mein Gott, da musst du dich auch nicht so oft wiegen. Und das ist doch nicht die Welt, wenn man ein bisschen zunimmt. Mama, ich habe jetzt 5 Kilo zugenommen. Und ich esse nichts mehr. Was soll ich denn machen? Also ich will dir was sagen, wenn man so rumhängt wie du, wenn man nichts mehr macht, seit der Geschichte mit Marc, da hängst du ja nur noch in deinem Zimmer. Also du tust ja nichts mehr. Früher hast du gejoggt und hast jemand eingeladen. Das ist doch klar, dass man dazu nimmt. Ja, wenn du das sagst. Ich finde irgendwie die Geschichte mit Marc, das solltest du irgendwann mal lassen. Also ich habe damit jetzt auch irgendwo abgeschlossen und ich will nicht mehr. Und das kann daher nicht kommen. Guck mal, ich esse so wenig. Ja, aber wahrscheinlich isst du zwischendurch. Ich merke ja, wenn du so bei Tisch, das muss ich ja sagen, isst du ja wenig. Aber ich nehme an, da isst du zwischendurch. Das ist ja ganz oft, dass man einfach aus Frust, dass man dann halt Schokolade oder irgend sonst was isst. Ja, du hast deine These, ich habe Frust, also muss ich fressen. Also wenn ich dir sage, ich esse nichts, dann glaubst du mir das ja eh nicht. Und überhaupt. Also ich meine, das mit dem Sport, wenn ich dazu nun mal keine Lust mehr habe, warum soll ich es dann machen? Also aber deswegen nehme ich nicht zu. Ich will dir was sagen, wenn du 5 Kilo? 5 Kilo. Wenn man 5 Kilo zunimmt und man angeblich nichts isst, das kann doch nicht normal sein. Also ich sag dir, entweder hast du eine Depression und hängst diesen Kerl noch nach, oder da ist irgendwas anders richtig, was Organisches. Und ich melde dich morgen bei Dr. Sohn an und dann werden wir ja sehen. Dieser blöde Dr. Sohn. Naja, sonst hast du zu dem immer Vertrauen gehabt. Der kann mir auch nicht helfen und ich will da auch eigentlich gar nicht hin. Ja, aber so kann es nicht weitergehen. Und da wird abgeklärt, ob du was hast. Entweder bist du gesund oder du hast noch hast so eine Depression nach diesem blöden Kerl. Ja, das ist wieder typisch. Meine Mutter weiß genau, was für mich gut ist. Ja, Mama, wenn es denn unbedingt sein muss, gehe ich auch noch zu Dr. Sohn. Man will dir doch nur helfen. Ja. Frau Richter, was kann ich für Sie tun? Tja, also so was ganz Spezifisches kann ich irgendwie im Moment so gar nicht sagen. Ich fühle mich im Moment ziemlich müde und abgeschlagen und wollte eigentlich mal gucken, ob ich vielleicht irgendwas habe. Und Sie glauben, dass eben jetzt in diesem furchtbar warmen Sommer das nicht irgendwelche Symptome sind, die einfach durch die Belastung, durch die Hitze zustande gekommen sind? Ich habe das irgendwie schon länger, also so ein halbes Jahr gut, würde ich sagen, dass ich unheimlich müde bin und viele von meinen Sachen auch gar nicht mehr so auf die Reihe kriege. Mhm. Also ich habe früher zum Beispiel viel gejoggt und viele Dinge gemacht und im Moment bin ich dazu einfach zu müde. Mhm. Und naja, jetzt habe ich mich auch noch vor 3 Monaten, so hat sich also mein Freund von mir getrennt. Ach, das ist ja schade. Wie lange waren Sie zusammen mit dem? Na gut, 2 Jahre. Jetzt. Und gab es da irgendwelche festen Pläne? Ach ja, wir hatten schon mal so ins Auge gefasst, ob wir nicht vielleicht mal jetzt zusammenziehen könnten. Jetzt beide so am Ende des Studiums. Und wäre schon schön gewesen. Und wie ist das so in der Zeit? Denken Sie noch viel daran? Und ach, gibt es noch Kontakte? Jetzt. Im Moment noch nicht. Hm. Aber so das Gröbste. Also, dass ich sagen könnte, irgendwie meinen Alltag, da könnte ich irgendwie wieder einsteigen oder so, das wäre eigentlich drin. Wie sieht denn sonst Ihr Tagesablauf aus? Sie sind Studentin, Sie müssten also noch Semesterferien haben. Gibt es da irgendwelche Arbeiten, die Sie erledigen oder können Sie sich mehr erholen im Prinzip? Eigentlich kann ich mich mehr erholen, aber irgendwie habe ich halt das Gefühl, ich müsste mich irgendwie schon eigentlich erholt haben, so nach der ganzen Zeit, die ich im Endeffekt rumliege, rumlunge und... Und irgendwie habe ich für mich so das Gefühl, das hat damit auch gar nicht so viel zu tun, weil das ist eigentlich schon länger halt vorhanden, dass ich mich nicht so wohl fühle. Sie sind jetzt zu Hause bei Ihren Eltern und werden an sich auch gut versorgt, soweit ich Ihre Mutter kenne. Ja, ja. Freut sie sich ja immer, wenn Sie kommen. Ja, eigentlich schon.
Aber es ist halt so, wie gesagt, also normalerweise mache ich, unternehme ich auch zum Beispiel viel jetzt mit meinen Freunden, die haben ja auch, ich meine, man kennt es ja noch von der Schule und dass ich da halt viel mache oder jetzt ins Freibad könnte man ja auch gehen oder so, aber da habe ich irgendwie überhaupt keine Lust zu. Was haben Sie sich selber überlegt, wenn Sie diese Symptome, die ja offenbar neu sind, wenn Sie die so begründen wollen? Gibt es da irgendwelche Gedanken, wo Sie sagen, es könnte vielleicht das oder jenes sein, was die Ursache ist, oder tappen Sie da auch selber schwierig, also was mir auch total aufgefallen ist, also ich nehme dauernd zu. Das ist schon bei mir jetzt so ein, ich weiß nicht, also so ein richtiger Tick. Also ich stehe bestimmt, naja, so 2 bis 3 Mal pro Tag gehe ich fast schon auf die Waage und denk immer, Mensch, hast du da schon wieder 100 Gramm mehr drauf oder so. Also das, weil ich habe also jetzt innerhalb, ja, auch von einem halben Jahr fast gut 5 Kilo zugenommen. Ja. Und dabei esse ich aber wenig. Auch also nicht eigentlich so viel unbewusst, weniger. So kleine Schokoladenriegel oder andere Dinge, die man vielleicht gar nicht so als Mahlzeit registriert? Überhaupt nicht. Haben Sie also auch vorher nicht gemacht, vor diesen 3 Monaten? Süßigkeiten esse ich eigentlich irgendwie überhaupt nicht so gerne. Mhm. Aber jetzt, mir fällt das also richtig auf. Also früher habe ich zum Beispiel auch immer gerne gefrühstückt und das ist irgendwie, jetzt fällt total weg. Also irgendwie bis mittags esse ich eigentlich so gut wie nie was. Ja. Und naja, zuerst habe ich halt so gedacht, naja, weiß ja nicht, ob noch so die Auswirkungen vom Freund. Ich bin mal zum Gynäkologen gegangen. Ach so, ja. Hab gedacht, klar. Na, das könnte man ja vielleicht mal so abklären lassen, ne? Aber dass Sie den Heißhunger der Schwangeren vielleicht haben, das wäre ja eine Sache, klar. Mhm. Aber da war soweit alles in Ordnung. Der Schwangerschaftstest war negativ. Mhm. Da war also nichts. Was gibt es denn sonst für Erklärungen dafür? War das nicht für also Sie, wenn Sie sich erinnern, Sie sagen, vor 3 Monaten war das so ein plötzlicher Beginn? Also das war eigentlich schon vorher da, also so Müdigkeit, auch teilweise, dass ich so gefroren habe. Ich meine, das habe ich auch jetzt irgendwie so unheimlich stark, dass ich also teilweise meine Winterpulli schon raushole. Mhm. Ich meine, jetzt bei den Temperaturen im August ist das natürlich überraschend. Nicht so toll. Wie sieht es mit dem Durst aus? Hatten Sie mehr oder weniger Durst? Ach, mit dem Durst hat sich eigentlich nicht so viel getan. Und wie ist der Schlaf, wenn wir den so ein bisschen objektivieren? Wie lange haben Sie vor dieser Zeit geschlafen, immer so, wenn Sie sich noch gut gefühlt haben, nachts? 8 Stunden. Mhm. Und wie bin ist das jetzt? Ich locker mit ausgekommen. Also so 10 Stunden brauche ich bestimmt. Mhm. Und die Gewichtszunahme, Sie sagen, Sie wären auch immer auf die Waage gegangen. Ist das wirklich was, was man in Kilo schon feststellen kann? Ja, also oder? Ich weiß nicht, vielleicht spinne ich ja jetzt auch so ein bisschen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, na eigentlich müsste ich abnehmen. Also ich habe so gedacht, schöne Bikini-Figur, also man könnte wieder so ein bisschen. Jetzt im Sommer, genau. Und also 5 Kilo zunehmen. 5 Kilo in dem Zeitraum. Das ist irgendwie viel. Mhm. Und es wird immer mehr. Mhm, klar. Ja, es gibt, so wie Sie das schildern, natürlich jetzt verschiedene Einflüsse, die dazu führen können, dass die Symptome, die Sie geschildert haben, zustande kommen. Ob das der Kummer ist über die Trennung, der doch mehr unbewusst vielleicht noch wirkt. Ja, wie gesagt, das glaube ich halt irgendwie weniger, weil es war halt vieles schon vorher da. Und ich meine, es hat sich halt irgendwie verstärkt. Mhm. Das ist klar, ich meine, dass man nicht besonders großen Hunger hat, wenn der Freund einen dann so verlassen hat die erste Zeit, das ist logisch. Aber ich meine, dabei zuzunehmen ist irgendwie völlig unlogisch. Genau. So. Aber es gäbe, und das würde ich eben dann auch noch abklären, nachdem wir Sie auch jetzt nochmal, nachdem ich Sie gründlich untersucht habe, auch eine Blutabnahme vornehme, gäbe es auch Veränderungen, die eben durch den Stoffwechsel bedingt sind. Dazu würde eine Unterfunktion der Schilddrüse eventuell gehören oder Blutzuckerwerte, die außerhalb der Norm sind. Das würden wir dann aber, wie gesagt, durch die Blutuntersuchung untersuchen. Und würden gucken, ob es da eben Veränderungen gibt. Und dann würden wir da vielleicht morgen nochmal getrennt drüber sprechen, sodass ich Sie jetzt erst nochmal körperlich untersuche, das Herz abhöre, den Puls nochmal auszähle und die Reflexe prüfe. Gibt es vielleicht, wenn Sie nochmal abschließend so nachdenken, noch andere Zeichen, die körperlich an Veränderung da waren? Ist Ihre Haut irgendwie trockener geworden? Haben Sie den Eindruck, dass Sie Haare verlieren oder die Fingernägel schneller brechen oder dass Ihre Stimme sich etwas anders anhört?
Also wenn, dann vielleicht am ehesten, dass irgendwie ein paar mehr Haare in der Bürste sind. Ja. Aber das habe ich irgendwie schon mal so periodisch, dass das halt so ein bisschen da war. Oder irgendwelche Sehstörungen? Haben Sie den Eindruck, dass Sie genauso sehen können wie vorher? Oder das also da ist irgendwie nichts. Gut. Möchten Sie sonst irgend noch was ergänzen vielleicht? Sonst würden wir dann zur Untersuchung kommen und dann nehme ich Ihnen Blut ab. Mhm. Und Sie informieren mich dann irgendwie, was Ja, wir werden die Ergebnisse der Blutabnahme morgen haben. Mhm. Und dann machen wir am besten für morgen Nachmittag schon einen Gesprächstermin aus, sodass wir in Ruhe über die Ergebnisse, die wir dann haben, sprechen können. Wollen wir es so machen? Ja, das hört sich erstmal gut an. Dann weiß ich, ob irgendwas ist oder, gut, oder nicht. Oder ob es nur so eine Sommermüdigkeit ist. Ne? Ja, vielleicht. Ja. Gut, dann vielen Dank. Ja.